Hey Freunde, da sind wir wieder zurück bei DayZ. Ich bin LGaming und ja, Broken Place ist auch dabei, der Dominik. Servus zusammen. Ja, und meine Red 9 ist immer noch weg. Die wirst du auch nicht mehr finden. Es ist so scheiße, mir liegt sie immer noch auf. So, komm jetzt, du nimmst jetzt die Flasche und dann hast du wenigstens eine Flasche für dich. Ja, du bist auch eine Flasche. Ich bin auch eine Flasche, das weiß ich. Boah! Wow. Boah! Super. Boah! Da ist sogar noch ein bisschen was drin. Ja, den Rest kannst du noch zu Ende sniffeln. Wow, den süffel ich jetzt. So. Süffel den Scheiß. Mal schauen, nicht, dass ich wieder meine Waffe verliere. Ja, schau. Und dann legt er diese Waffe einfach hier ab. Siehst du das? Ja, das ist total dumm. Und dann ist sie aber wieder da. Aber irgendwie ist sie auch nicht da. Ja, wenn es rumbackt, ist es komplett weg. Guck, irgendwie ist die da und aber doch nicht da. Schau. Und dann muss ich das hier so, seht ihr das? Waffe wechseln und dann liegt er sie auf dem Boden hin. Okay, wie bescheuert ist das? Blöd. Wie dumm ist das? So, ich muss das ein bisschen. Ich muss aber auch ein bisschen Platz machen hier momentan. So. Also wenn du trinkst und wenn du isst, musst du immer wieder checken, okay, ist meine Waffe noch da? Oder nicht? Musst du immer wieder checken. Das ist echt äußerst behindert. Döf. Richtig döf. Und warum nimmt er jetzt die Waffe nicht mal da in die Hand? Ach, da hat er keinen Bock. Oh, jetzt nimmt er sie in die Hand. Soll ich mir das noch über eine Tonne? Nein! Der Mann, ich wollte auf dich gerade schießen, aber egal. Okay, Moment. Das Haus mit den schönen Tire Repair Kit brauche ich nicht. Ich muss ein bisschen Sachen hier ein bisschen wegschmeißen. So. Oh, ist noch ein Rucksack. Ist da irgendwas drin? Nö, schade. Wie viel Platz hat der? 20. Wie viel Platz hast du eigentlich? 35. 35? Mhm. Junge, Junge. Ne? Hier, da ist nichts außer ein Rucksack. Ist eigentlich deiner. Wieso steht denn da jetzt einfach nur Inspecting und Receiving? Ich kann nicht mehr draufklicken zum Essen. Ja, das Problem hatte ich mit der Wasserflasche vorhin gehabt. Super. Ja, dann, ne? Oh, 9mm Rounds. Brauchst du? Ja. Ja, ich nehme sie mal mit. Ja, im Moment eh nicht. Ich brauche ein Magazin. Ich hätte sie sehr gebraucht für die Red 9, aber die habe ich ja nicht mehr. Tipp. Oh, ich habe Schrotflinten-Muni. 15 Stück. Wann mit? Immer mitnehmen. Wir haben keine Schrotflinte. Egal, aber wir haben auch nie. Ja, die ist dann gar noch komplett ganz. Nehmen sie einfach mal mit, kann nicht schaden. Also man muss echt aufpassen, was man tut. Wo bist du denn? Hier. Ach, warst du hier rechts schon drin? Eigentlich muss man nochmal zurück, damit du dein Wasser auffüllen kannst. Ja, da war ich schon. Ja, dann komm, dann lass schnell. Du musst zurück. Wir müssen gucken, wo das war. Irgendwo hier hinten. Ja, da hinten war das. Irgendwo da hinten. Moment, ich muss kurz aufstehen, mein Arsch pennt nämlich ein. Dein Arsch pennt schon ein? Ja, mein Arsch pennt ein. Das sind jetzt so Schenke. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Irgendwo hier rechts. Nee, hier links waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Hier können wir die mal irgendwo hier rechts war dieser blöde. Hier. Ah, hier war das. Hier. Schön. Ah, trinke ich auch mal einen Schluck und dann fülle ich auch nochmal nach. So. Jetzt erstmal die aus der Hand legen, ins Inventar, Pistole, ne? Ja. Trinken für Anfänger. Trinken für Anfänger, dann das in die Hand nehmen. How to und dann drink. Auffüllen. Ja, funktioniert doch. Das geht doch, Dominik. Siehst du, wie das geht? Ja, und dann kann ich wieder die in die Hand nehmen. Ja. Du bist Profi. Der Beste. Kann ich nicht einfach hier auch raustrinken aus meiner Pumpe direkt? Ne, irgendwie geht das nicht mehr. Komisch. Das ging mal, aber irgendwie geht's nicht mehr. Ich trinke mal alles. Ja, drink all. Oh, trink mal alles. So. So bin ich nicht mehr durchstig. So. Das wäre erledigt. Warte, wie lange trinkt der? Zu lange. So. Schön. So, dann wieder die Pistole wieder wegmachen. Dann das wieder in die Hand nehmen. Alter, du brauchst jetzt Signale, bis das. Also, das mit der Pistole ist echt blöd. Bei den anderen Waffen ist es kein Problem, nur bei der Pistole. Ja, deswegen habe ich meine Red 9 jetzt verloren. Die war sehr geil. Die Red 9 war sehr geil. So. Kann man weiter, oder? Weiter geht's. So. Machen wir da drin da vorne? Machen wir in dieser Hütte. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der waren wir noch nicht. Ja, dann komm. Und da hinten sind auch nochmal so Lagerhallen und so. Sollten wir unbedingt hin. Also komm, auf geht's. Rein da.
Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ne, waren wir noch nicht. Mach zu auf jeden Fall, wenn du reinkommst. Ne, hier waren wir nicht. Oben jetzt hat er schon wieder Hunger. Ganz ehrlich, es nervt. Hier habe ich eine Pistole gefunden. Das ist eine P1. Ah, P1 habe ich aber auch schon. Ich habe eine P1 mit Schalldämpfer. Braucht man nicht. Also irgendwie nervt er mit dem Essen. Ah, ist echt so. Der geht mir dezent auf den Sack damit. Aber ich habe wieder Essen gefunden, wenn wir schon drüber reden. Das ist gut. Sehr gut. So, hast du zugemacht? Ich mache nur vorne zu. Hast du irgendwas gefunden? Nix, oder? Nö, gut, da ist nix. Sind wir hier auch fertig. Gut, können wir vorne wieder rauskommen? Ich muss gleich mal nach meinem Eistee gucken. Mach das. Und aufhängen. So, waren wir bei diesen Häusern hier drüben schon? Nee, oder? Wir waren nur bei den anderen da hinten. Hier waren da wir hinten noch nicht. Nee, warte mal. Hier rechts geht's aber weiter, oder? Hier links? Ja, aber hier waren wir noch nicht, hier links. Oh, schaut mal, hier hat man sogar Reifen. Dominik, wir haben hier Reifen. Oh mein Gott, Reifen. Wo ja, für das eine Auto. Links oder rechts? Links. Ah, das ist links. Truck. Links bin ich. Ja, die bringen uns nichts. Das sind Truck. Die Bus. Bringen uns nichts. Die bringen sich nichts. Okay. Das ist zu groß, ey. Zu groß, ey. Warte, hier ist noch eine Hütte. Komm mal. Hier haben wir ja eine Schaufel und sonst nichts. Oh, doch, was zum Essen. Nimm mal mit. So, sonst haben wir nichts. Immer essen und wo bist du? Mitnehmen. In dem Haus links. In den gelben? Keine Ahnung, ob das gelb ist. Ich merke die scheiß Farben nicht. Bist du farbenblind oder was? Nö, ich merk's mir einfach nur nicht. Solltest du. Denn das sind wichtige Angaben. Ich bin in dem Haus, das reicht. Nee, das reicht nicht. Doch, das reicht. Für mich aber nicht. Das ist dein Problem! So. Nee, das so, ist schon dein Problem. Zu diesem großen. So, links. Ne, komm, links das Haus. Nee, nicht rein in die Scheune rein. Alter, warte doch. Doch, ich will jetzt erst die Scheune. Oh Mann, ich hoffe, du verdeckst. Hier ist ein Rucksack. Aua! Ah, leider nicht. Ich werde eh nicht glauben. Ich werde eh nicht glauben, wenn irgendwas ernsthaft passiert. Du hast mir schon zweimal verarscht. Ich werde nicht glauben, Dominik. Viel Schaufel, die braucht auch kein Mensch. Du wirst einfach sterben. Oh, ich habe Knicklichter gefunden. Schön. Dann kannst du den in den Arsch stecken. Und weiß. Ja, steckst du in den Arsch. Ja, mach ich. Komm mal zu dir. Wo bist du? Baked Beans, her damit. Gerade in einem Haus links. Da weiß ich ganz genau, was du meinst. Ja, es gibt ja so viele verschiedene und Häuser. Und noch mehr zu essen. Es gibt ja nicht so viele verschiedene Häuser, ne? Mit verschiedenen Farben. Ja, das dritte Haus links. Oder das vierte. Ja, dann einfach in Erwärmung, ist kein Problem. Vielleicht auch das fünfte Haus. Kein Problem. Oh, ich habe Vitaminpillen gefunden. Oh ja, was schön für dich. Wenn ich dich erschießen sollte, selber schuld, ne? Oh, hier liegt ganz viel Kleidung rum. Das sieht aus, als ob jemand hier geswappt hat. Hier könnte jemand rumlaufen. Vorsicht, Dominik, okay? Hier könnte jemand wirklich rumlaufen. Hier liegt meine zu viel Flasche, Kleidung. Meine Flasche ist schon wieder leer. Irgendwie hat er mein Wasser ausgeschüttet. Hörst du mich? Ja, alles gut. Naja, alles gut. Du bist der Erste, der stirbt. Das musst du sehen. Wo du mir nie sagen kannst, wo du rumläufst. Ich hab gesagt, ich renn zu diesem Riesenhaus. Dieses. Ja. Was auch immer das ist. Ja, wir spielen ja nicht zusammen, ne? Wir gehen ja nicht zusammen durch Häuser oder so. Ja, sollen wir nicht. Machen wir nicht. Ich muss eh gleich wieder zurück nochmal zum Brunnen. Ich schieß jetzt extra auf dich, Alter. Mach halt. Hab dich gerade gesehen. Ich schieß extra auf dich. Ich hab ne Sichel gefunden. Willst du die Sichel mitnehmen? Nö. Komm. Kannst ein paar Würmer fangen. Warst du hier schon, alte Häuser? Bist da, ich laufe alleine rum. Ja. Gut, ich verpiss mich jetzt. Okay, tschüss. Oh, lauf dir nicht nach. Musst du nicht. Ah, ich auch nicht. Hier ist nur das gute Zeug. Dann lass es halt liegen. Naja. Ist halt echt so. Mhm. Jetzt will er schon wieder was zu trinken. Ich Alter, da. Oh, hier ist auch ein Rucksack. Bring den noch um, ey. Ich bring mich selber noch um mit dem Spiel. Ein Orange Talon Backpack. Nice. Ich hab hier den besten Rucksack, wie es aussieht. Warte mal, Talon? Das war nochmal Talon? Der normale, oder? Mhm, 20er. Oder ist Talon der große? Nee, 20er. Zwei, ja, der genau, der normale. Riders Jacket. Wow, mehr ist hier nicht drin, außer auch Essen. Noch Rucksack. Nur Essen? Nur Essen? Duct Tape. Immer noch ein Dose. Boah, wie viel hier von diesem Gardenleim rumliegt. Man könnte hier echt eine komplette. Wo bist denn du, Dominik?
Ich bin hier hinten bei dieser Riesen. Keine Ahnung. Ja, dann komm doch mal her. Nee, ich komm dann wieder zurück, wenn ich fertig bin. Ja, dann komm ich zu dir. Musst du nicht. Doch. Weil ich keinen Bock habe, hier dahin rumzulaufen. Wir spielen zusammen. Oh, ihr legt noch eine Armbrust. Du Fotze. Hier liegt noch eine Armbrust. Da hab ich dich beleidigt, das gehört dir so. Hier liegt noch eine Armbrust. Ja, dann nimm sie doch. Nö. Ich brauche ja keine Armbrust. Ich habe keine Munition für die Armbrust, ich kann ruhig liegen bleiben. Ich nehme lieber was, womit ich wirklich schießen kann. Mhm. Wo bist du in den großen Lagerhalle oder was? Bin ich schon durch. Die erste? Ja. Warst du auch in den Häusern überall? Ja. Bist du sicher? So, jetzt gehe ich in die zweite Lagerhalle. Ja, hier. Crap. Da, wo der Gastank vorne ist. Genau. Genau. Warum hat der jetzt die Waffe aus der Hand genommen? Ich habe einen Kompass. Braucht man einen Kompass? Nö, ne? Ey, was ist das jetzt für ein... Nee, oder? Was ist denn jetzt los? Du ziehst meinen Revolver einfach weg. Dein Ernst jetzt? Ah, hier. Der hat ihn einfach fallen lassen. Alter. Ich habe nichts gedrückt. Da gehört man kräftig geschlagen. Ich habe nichts gedrückt, Dominik. Schmeiß halt einfach dein Zeug weg. Was ist das für eine Scheiße? Also angeblich, ja, du hast sie noch. Ja, jetzt habe ich die wieder aufgehoben. Stell dir vor, du checkst das nicht? Ja. Ist doof, ne? Alter, was kann man eigentlich hier drauf machen? Kann man irgendwas drauf machen? Schalli wahrscheinlich. Hast du auch gecheckt hier denn hinten, den Ding da? Ja, ja, da ist nichts mehr Brauchbares. Okay. Wir müssen nochmal zurück zum Brunnen. Ich hab Hunger. Ess was. Ja, warte. Schau, rennt einfach wieder los. Wenn du das noch... Ich erschieß dich, Dominik. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ich erschieß dich. Kein Witz. Mir egal. Ich erschieß dich beim nächsten Mal, wenn du einfach wieder wegrennst. Warte jetzt mal. Ich ess was und dann gehen wir. Warum wieder zum Brunnen? Ja, weil irgendwie meine Flasche leer ist. Schon wieder? Warum? Ja, keine Ahnung. Einfach so. Also ich bin grad nicht durstig. Die hat keinen Bock, sich aufzufüllen. Okay. Da oben, was für ein roten Haus da oben? Hier ist noch irgendwas. Ah, hier ist die Sichel. Ja, ich war da hinten schon überall. Was für ein roten Haus? Wo ist das rote Haus denn? Da links. Ach da, nee, da war ich nicht, aber der Brunnen ist da hinten. Ja, dann geh du zum Brunnen. Zum roten Haus, ich geh zum Brunnen. Genau. Ein bisschen aufteilen hier. Damit wir ein bisschen produktiver sind. Warum hat der das nicht aufgefüllt? Scheiß Brunnen. Oh, da ist der Brunnen leer. Haben wir den Brunnen leer gesoffen. Ich check mal hier ein bisschen ab. Wir haben den Brunnen leer gesoffen. Das kann sein. Du denkst ja auch, es ist Bier. Ja, der Typ säuft hier ohne Ende. Richtig schlimm. Gucken wir mal das Haus. Der ist richtig nervig. Hier ist niente, nada. Niente. Niente. Hier ist nix. Einfach nix. Trinke. Danke. Muchas gracias. Wann musst du pennen, Dina? Okay. Fassen sie nicht, oder was? Doch. Aber was? Ich bin hyperthermik. Was ist Hyperthermia? Weiß ich nicht. Was heißt Hyperthermia? Weiß ich nicht. Ich weiß Dominik, nicht. Ich werde sterben. Wahrscheinlich. Nein. Ist so warm. Ich habe irgendwas injected. Und nehmen Vitamine. Ich sage nicht, ich weiß nicht. Ich habe mir was reingespritzt. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Schau doch mal im Internet, was das heißt. Hyperthermia, ja, die ist anscheinend zu heiß. Oder zu kalt. Ja, was soll ich machen? Ne, Hyper ist drüber. Ja, sage ich ja. Zu. Weil mir dauernd so heiß ist. Ich darf nicht laufen. Okay, hier verschwindet einfach mal so ein ganzer Zaun. Interessant. So, ist jetzt mal der. Warum ist die Flasche schon wieder leer? Alter, dieses kannst. Stück Scheiße! Hm? Mann! Oh, hier ist eine Wrench. Was kann ich machen für Hyperthermia? Keine Ahnung. Nichts. Ausziehen! Ich guck mal. Ich zieh mich jetzt aus, mir ist heiß. So, vielleicht auch den Helm ausziehen. Daisy! Wer muss denn den Helm ausziehen? Hyperthermia. Sieh mal den Helm aus. Jawohl, nach 10 Jahren.
Was ist das, Alter, Hypothermie? Stuffed, Feuchtigkeit. Überhitzung. Die Überhitzung fängt bei einer Körpertemperatur über 74, bla 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 bla. Ja, die ist zu heiß. Kann man dabei sterben? Ist es rot? Ja. Ja. Warum? Weil dir richtig heiß ist. Ja, und dann? Stirbst du. Ja, und wie werde ich wieder kalt? Ja, warte mal, was steht denn hier? Lies mal richtig drüber. At the heat is unreliable, I feel I might pass out from overheating and hypothermic temperature über 40 Grad. Du hast mehr Durst. Das ist alles. Anscheinend. Also, wie kann ich davon sterben? Was hilft? Kleidung ablegen, kurz in den See oder Fluss, genug Flüssigkeit und Pausen einlegen. Also es bringt sich was, die Kleidung abzulegen? Steht hier. Okay, dann mache ich mich mal nackig. So, ich ziehe alles aus. Vielleicht bist du auch unterkühlt, was ich jetzt aber nicht glaube. Nee, Hyperthermie ist ja zu viel. Trinken ja, muss man auch viel, oder? Aber hier steht auch Hyperthermie, Unterkühlung. Nee. Und Unterkühlung wäre beschissen. Nee, weil Unterkühlung dann, kann nicht sein. Unterkühlung. Ich bin angezogen, ja, dann bin ich kalt. Würdest du, bin ja auch nicht, ne. Würdest du auch Leben verlieren? Bist du gerade hier vorbeigelaufen bei mir? Ich, Hä? Hä? Nee, ich bin beim Brunnen. Ich komme jetzt wieder hoch. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Ich komm mal wieder hoch. Mal umgucken. Ich glaube, ich höre Schritte. Passiert. Bist denn du jetzt? In so einem, ich bin da hoch, rechts, bei der, da ist so ein Haus. Das rote, da bin ich drin. Ich glaube, dass mir zu heiß ist. Also muss ich ins Wasser, würde ich sagen. Steht nicht irgendwo die Temperatur? Kann man das nicht irgendwie anzeigen lassen? Hm. Wo war denn dieses blöde Haus? Ich sehe es gerade nicht mehr. Ja, oben drüber da. Bin ich behindert? Ja, ich denke, mir ist einfach zu heiß. Genau, zieh dich einfach raus. Aber man kann ja auch sterben auch dabei, ne? Steht jetzt hier nicht. Steht nicht. Nur, dass du mehr Durst hast. Und wenn du Durst hast, musst du mehr trinken. Wenn du nichts trinkst, stirbst du. Logische Schlussfolgerung daraus. Ja, dann müssen wir einfach weniger laufen jetzt. Genau, wir laufen weniger. Wir campen jetzt hier einfach. Ja. Einfach chillig, lockerflockig. Ja, lockerflockig, ne. Haben wir hier. Green Head Torch. Ich hab keine Ahnung, wo du gerade bist. Tja, so geht's mir auch mit dir oft, Dominik. Ist das schön? Aber ich finde aber dieses blöde rote Haus gerade nicht. Da, wo die Scheunen sind. Ich finde auch gerade die Scheunen nicht, wo waren die blöden Scheunen? Super. Hier unten, oder? Ja, und da oben direkt auf der Straße, da bin ich. Ja, okay. Hast du mich? Komisch, aber das sagen wir nicht. Also Durst habe ich gar keinen. Ja, noch nicht. Dann würde ich ja sagen, nee, I'm rapidly warming up. Also mir ist zu heiß. Dann müssen wir einfach einen See finden, Dominik. Wo ist hier Wasser nochmal? Wo ist Wasser? Komm, wir müssen Wasser finden. Wo ist er? Wir laufen jetzt nicht zurück. Doch. Komm mit. Nein, komm mit. Hier. Komm. Wo bist du? Wir laufen jetzt weiter. Wo denn? Hier, andere Seite. Ja, aber normal laufen. Normal, dann brauchen wir ja Jahrhunderte. Ja, müssen wir aber. Ich sterbe sonst. Hey Junge, zieh dich halt aus. Stand da wirklich, dass es hilft? Ja. Ja, aber ich kann doch nicht alles ausziehen. Doch. Nee. Da habe ich keinen Helm und gar nichts. Jetzt hat der Typ schon wieder Hunger, Alter. Und Hose kann ich auch nicht einfach ausziehen. Ja komm, die Schuhe kann ich ausziehen. Hier. Schuhe, Handschuhe braucht keiner. So. Komm, beim nächsten Wasser springe ich einfach rein. Hast du die Schuhe ausgezogen, mein Ernst? Mhm. Oh Mann. Braucht doch keine. Braucht jeder paar Schuhe. Ah, my feet are sore. Okay, scheiße, ich brauch doch Schuhe. Wo sind sie? Wo hab ich jetzt hin? Ja. Du bist ein Drahthell. Ja, pff. Wo soll ich wissen, dass das jetzt so realistisch ist? So. Hat er sie angezogen? Ja, komm. Ein bisschen barfuß laufen, weißt du? Das ist gesünder für die Füße. Ja. Alter, nerv nicht. Na gut. Oh shit. Mein, ich hab voll Hunger. Moment. Dann ess was.
kann es auch vielleicht wegen dem Raincoat sein, dass mir zu heiß ist. Kann auch sein. Ziehen aus. Keine Ahnung. Das könnte alles sein. Ja, so, geht wieder. Komm. Im nächsten Wasser springe ich einfach sowas von ordentlich rein. So, wir müssen jetzt hier hoch, ja. Na komm, auf geht's. Weiß ich unterwegs irgendwie einfach umfallen sollte. Oh, mach nichts. Hm. Stärk mal meinen Puls bitte. Schauen, was der sagt. It has strong Puls. Okay. Ich hätte irgendwie gesagt, hier dein Puls ist übertrieben oder so. Spinnt das ja gar nicht. Ich glaube, hier oben gibt es gar kein Wasser. Macht nichts, aber hier müssen wir auf jeden Fall weiter. Ja, aber ich brauche Wasser. Warum brauchst du Wasser? Ich sterbe. Du stirbst dadurch. Ich muss mich abkühlen. Du verlierst nur Wasser. Ich kann dir nicht vertrauen, weißt du? Tschüss. Guck halt selber nach. Den Ruf hast du dir selber zugeteilt, dass man dir nicht vertrauen kann, weil du immer nur Scheiße laberst. Jetzt hat er schon wieder Durst, ey, Alter. Ich hab dafür gar keinen Durst. Ja, bestimmt ein Bug. Obwohl ich überhitze. Oder du fällst einfach um, weil du zu viel Durst hast und du siehst es nicht. Das kann auch sein. Wer weiß das schon. Wir sollten nicht auf den Straßen unterwegs sein. Aber warte mal, laut Dominik ist eh irgendjemand irgendwo was. Ne? Aber wir sitzen im Echt und keinen einzigen Gegner. So viel gespielt und keinen einzigen Gegner. Wir sind noch mitten in der Pampa. Eher unwahrscheinlich. Dass da mal links einer mitten auf dem Feld rumgammelt. Aber kann passieren. Ja. Aber eher unwahrscheinlich. Was, wenn doch? Dann töten wir ihn. Ich hab schon wieder voll Hunger. Tja. Das ist Hypothermia vielleicht, dass ich voll Hunger hab. Da bin ich gerade davor gegessen. Warum hab ich denn so viel Hunger? Du bist einfach ein Vielfraß. Was anderes wird da nicht als Erklärung sein. Open, Moment. Ess jetzt mal einfach alles. So, die ganze Dose. Warte auf mich, Dominik. Testen wir einfach die ganze Dosen auf. Genau. Boah, darf ich hier in den Kopf schießen? Boah, Alter, die ganze Hose, Dose aufgegessen und ich bin nur in grün. Und ich habe immer noch Hunger. Irgendwas stimmt doch nicht. Tja, der hat halt richtig Hunger. Das ist abnormal. Oh, da oben ist ein Haus. Komm, wir gehen mal gucken. Ich kann jetzt gar nicht mehr sprinten. Warum nicht? Ah, jetzt. Du bist ja schon so fett geworden. Das. Gut. Irgendwie ist hier oben, glaube ich, niemand unterwegs. Vielleicht ist es selber auch mittlerweile schon komplett leer und wir sind die Einzigen hier. Kann sein. Glaub's zwar nicht, aber kann sein. Na, lass uns mal das auschecken. Oh, ein Brunnen. Mit? Schon wieder. Sind wir auch Brunnen ohne Ende. Gut. Was haben wir denn hier? Hunting Jacket Winter. Was? Weißt du was? Ich zieh das Ding an. Was ist das? Eine Hunting Jacket. Swap. Ich will Swap und nicht. Ich nehme jetzt eine Bomberjacke. Das Ding soll komplett pristine sein. Ich habe eine Bomberjacke. Ich lasse das dann. Ich finde das Teil irgendwie sexier. Also hier, sonst nimm halt wieder die Black Fire. Die hat 6 Plätze, ne? Was ist das? Black Ushanka. Was ist 6? Was habe ich da? Aber du meinst das Black Fighter-Dings-Uniform? Ja, komm, nehme ich.
Wenn du eh schon überhitzt, ne? Ja, ist ja schon wurscht. Und das überhaupt, was hast du für eine Jacke? Sieht cool aus. Du bist Styler. So, ich kann mich hier hinein. So, alles weggesniffelt. Haben wir hier irgendwas? Jetzt trinke ich wieder einen Schluck. Ich trinke jetzt mal. Oh, hier, oh, nee, hier haben wir was Militärisches. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Wollcoat. Sieht so ein bisschen metallisch aus. Wollcoat. 22er Rounds. Für kleine Hunting Rifles. Aha. Okay. Ja, super. Was habe ich vor einiger Zeit fallen lassen? Hunting Rifle? Mhm. Ehrlich? Jo. Scheiße. Brauchst du vielleicht die 22er für deine Waffe? Ja, 22er. Die brauche ich. Ja, kriegst du sie. Wie gesagt, ich habe immer noch 9mm Rounds, wenn du sie brauchst, gell? 40 Moment, Stück. Nicht. Moment, bin ich hier noch mit der Magnum. Komm her. Bitteschön, hier ist der 50-22er Rounds. Ja, nice! Und ich bin schon wieder hungrig, also ich glaube, die Hyperthermie da ist irgendwas mit Essen. Nee, eigentlich trinken. Ja, aber wie geht das aus Essen? Bei dir vielleicht nicht. Bei mir ist schon immer anders, geh. Komm her. Haben wir hier oben irgendwas? Nö. Gut. Weiter okay. Geht's! Weiter geht's. Weißt du was, Dominik, es geht nicht weiter. Wir machen einen kleinen Cut. Machen einen kleinen Cut. So, wir machen den Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, Leute. Und ja, beim nächsten Mal geht's weiter mit DayZ. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.